Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin auch begeistert, wie viele Menschen heute dem Aufruf gefolgt sind und möchte mich ganz herzlich auch bedanken bei den Aktiven von der BI Heimatboden für die Organisation dieser Menschenkette, für die Leidenschaft und das Engagement, das sie in den vergangenen Monaten aufgebracht haben, um sich hier gegen die Pläne der Stadt Frankfurt einzusetzen. Und ich möchte mich auch bedanken für diese Demonstration, die Menschenkette heute, und Sie beglückwünschen auch zu der Terminwahl, die Sie getroffen haben. Und damit meine ich nicht das herrliche Wetter, das wir heute hatten im Vergleich zum vergangenen Sonntag, sondern dass diese Demo heute perfekt in die aktuelle politische Zeit passt. Gestern waren 25.000 Menschen in Frankfurt auf den Beinen, um für eine Verkehrswende zu demonstrieren. Heute sind wir 3.500, die hier im Feld zwischen Steinbach, Oberursel, Frankfurt und Eschborn für den Erhalt unserer Böden demonstrieren. Und kommenden Freitag ist der weltweite Aktionstag zum Klimaschutz, wo weltweit, aber auch hier in Deutschland, Tausende auf die Straße gehen werden, so auch in Bad Homburg und Frankfurt. Ein klares gesellschaftliches Zeichen, meine Damen und Herren, dass sich Politik ändern muss. Die Klimakrise, wir haben das alle mitbekommen, die Klimakrise ist real und wir müssen politisch etwas tun, um der Klimakrise zu begegnen. Wir brauchen eine Verkehrswende, wir brauchen eine Energiewende, wir brauchen aber auch eine andere Art, um mit Boden und Siedlungen umzugehen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die Josefstadt, meine Damen und Herren, ist keine Antwort auf die Krise und auf die politischen Fragen unserer Zeit. Die Josefstadt spaltet unsere Region und die Josefstadt ist die falsche Lösung, die falsche Antwort auf die Fragen, vor denen wir stehen. Man kann, wir haben es in den Reden eben oft genug gehört, die Bedeutung des Bodens, die Bedeutung des Freiraumes für das Klima, für das Trinkwasser, für die Naherholung, für die Lebensmittelproduktion in unserer Region überhaupt nicht überschätzen. Und das gilt genauso hier wie in der Wetterau, wie im Vogelsberg oder auch im Main-Kinzig-Kreis rund um Frankfurt. Wir haben die Verantwortung dafür, unseren Kindern, unseren Enkeln eine zukunftsfähige Erde und eine zukunftsfähige Region zu hinterlassen. Was mich auch sehr freut, ist das breite Bündnis, das heute hier zu dieser Demonstration aufgerufen hat. Und ich mir angucke, wer alles unter dem Demonstrationsaufruf drunter steht. Und auch, wenn ich mir die Redeliste des heutigen Tages so angucke, dann weiß ich, dass uns in vielen politischen Fragen häufig auch, dass wir andere Antworten haben, dass wir anders mit Themen auch umgehen. Aber das Signal, dass wir heute hier stehen, das Signal, dass wir unsere Auseinandersetzungen in Detailfragen hinten anstellen, zeigt, welch großes Thema das ist und welche große Bedeutung der Erhalt hier dieses Freiraums hat. Und das ist ein starkes Signal, dass wir das alle gemeinsam erkannt haben und dass wir über viele politische Kräfte hinweg dieses Signal auch in die regionalen Gremien tragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nehmen Sie den Geist des heutigen Tages mit, setzen Sie sich weiter aktiv für den Erhalt der Böden ein, setzen Sie sich weiter für eine zukunftsgerichtete Politik in unserer Region ein. Wir, die wir ein politisches Mandat haben, die ein politisches Mandat auch in regionalen Gremien haben, nehmen das Signal heute mit, uns weiterhin aktiv für die Veränderung der Josefstadt einzusetzen. Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.